Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 die besten Kinderroller-Tests. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die YOLO. Der Kinderroller von YOLO ist ideal für Jungen und Mädchen ab 2 Jahren und kommt mit einer Vielzahl an Features. Dieser Roller kann von Kindern im Stehen oder Sitzen gefahren werden. Das Chassis wurde laut Hersteller in einer dreieckigen, stabilen Konfiguration entwickelt, um ein störungsfreies Rollen zu gewährleisten. Er verwendet bei diesem Modell breite Buräder mit eingebauter Stoßdämpfung. Das soll das Fahren auf dem Bürgersteig deutlich vereinfachen. Folgereifen mit Spindellager sollen eine hervorragende Laufruhe bieten. Der Roller von YOLO hat 3 Räder und eine mehrfarbige LED-Beleuchtung. Die Räder leuchten, wenn das Auto fährt. Dies schafft einen optischen Hingucker und erhöht gleichzeitig die Sichtbarkeit. Im Zug auf Nummer 4 haben wir die Hudora Kinderrolle. Der Kinderroller 3.0 ist laut Hudora für Kleinkinder geeignet. Mit 3 festen Gummireifen ist es einfacher, das Gleichgewicht zu halten. Die Doppelrolle hinten soll zur Stabilität beitragen. Das weiß-rosa Modell 11060 beinhaltet laut Hersteller ein festes Standbrett mit einer rutschfesten Trittfläche in der Mitte. Die verschraubten Achsmuttern der Komponenten sollen die Stabilität verbessern. Bei seinen Komponenten legt das Unternehmen großen Wert auf Sicherheit und integriert einen gepolsterten textilen Aufprallschutz in den Lenker sowie Sicherheitsgriffe, die kleine Kinderhände sicher greifen können. Eine pinkelherzförmige Tasche auf der Vorderseite bietet Platz für Spielzeug und Kleinigkeiten. Auf Platz 3 haben wir die Funpro-One. Sublunary, ein Hamburger Startup, hat den Funpro-One Kinderroller kreiert. Eltern, die bei Sublunary arbeiten, wissen nach eigener Aussage, worauf es bei technisch ausgereiften und hochwertigen Kinderfahrzeugen ankommt. Der Roller ist laut Hersteller an wichtigen Stellen mit Metallelementen verstärkt, um seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Dadurch gibt es im Rückenbereich eine metallverstärkte Bremse, die der Jüngste mit seinem Fuß bedient. Der Kinderroller ist für bis zu 50 kg Gesamtgewicht ausgelegt. Der Rahmen kann bei Nichtgebrauch zusammengeklappt werden. Passen Sie den eloxierten Lenker an die Größe des Kindes an und sichern Sie ihn mit einer Schnapphalterung. Im Zug auf Nummer 2 haben wir die Hudora Kinderrolle. Der Evolution Roller 22015 wird laut Hersteller mit einer langlebigen Ausstattung ausgestattet sein. Für einen stabilen Stand ist die Trittfläche 10×40 cm groß und mit rutschfestem Gripdappe überzogen. Am Kinderroller sind auch Sicherheitsgriffe enthalten. Die Komponenten des Rollers werden laut Hudora nicht mit Nieten, sondern mit Achsmuttern miteinander verbunden. Der Roller ist für kleine Kinder bis 20 kg gedacht und misst 59,5 × 66,28 cm. Die vorderen Kunststoffrollen haben einen Durchmesser von 12 cm, während die Hinterräder einen Durchmesser von 8 cm haben. Das Fahrzeug wiegt 2,5 kg und sollte für Kinder leicht zu kontrollieren sein. Dieser Roller ist sowohl als Jungen- als auch als Damenvariante erhältlich. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Hudora. Früher waren Roller nur für Kinder gedacht, aber das Bichwell 205 ist jetzt für Jugendliche und Erwachsene geeignet. Die beiden Räder des Hudora Kinderrollers 14695 haben einen Durchmesser von 20,5 cm und ermöglichen laut Hersteller eine hohe Geschwindigkeit. Der Roller ist aus Aluminium gebaut, wiegt etwa 4 kg und hat eine Tragfähigkeit von 100 kg. Eine Hinterradreibungsbremse ist ebenso enthalten wie Reflektoren an Lenker und Deck. Es ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Der Roller ist dank seines robusten Klappmechanismus und des verstellbaren Schultergurts transportabel. Der Roller kann nach der Fahrt zusammengeklappt und über die Schulter getragen werden. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.